Hallo und herzlich willkommen hier am Berufskolleg für Medienberufe. Mein Name ist Nina Gerlach. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon als eure Ansprechpartnerin für eure Bewerbung. Heute hier aber aus unserem Motion Capturing Studio mit einem ganz besonderen Video. Und zwar wollen wir euch heute ein paar Einblicke geben in unseren informationstechnischen Assistenten. Ich befinde mich natürlich nicht alleine hier, sondern zu meiner Seite befindet sich Thomas Kirschbaum, an den ich jetzt auch einmal übergeben werde. Ja, genau. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Aber wir haben hier noch jemand ganz Besonderen für euch, und zwar die Fachbereichsleiterin der informationstechnischen Assistentenausbildung, die Frau Dr. Valentina Tico. Aber Valentina, stell dich doch am besten selber mal vor. Hallo zusammen, so wie ich heiße, wissen Sie schon, ich bin hier Lehrerin und bin im vierten Jahr. Ich unterrichte Mathematik, Programmieren, Informationsverarbeitung und Wirtschaftsinformatik. Gekommen bin ich in diese Schule eigentlich wegen dem Fach Mathematik, und so mit der Zeit bin ich reingerutscht in andere Fächer und unterrichte jetzt inzwischen sehr liebend gern Programmieren. Du selbst hast ja auch mal als Softwareentwicklerin gearbeitet. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen von der Zeit. Das ist ja auch der Background, warum du jetzt im Endeffekt auch bei uns, bei den Programmierern mit gelandet bist und die mit betreust und denen auch deine Erfahrungen weitergibst. Ja, das stimmt. Ich habe zig Jahre als Softwareentwicklerin gearbeitet und für verschiedene Firmen, unter anderem Versicherungen und im Medizinbereich. Um einen besseren Einblick auch zu bekommen in den ITA-Bereich, welche Fächer werden denn dort unterrichtet? Was ist so für den Bereich ITA von deiner Meinung nach her auch ein ganz wichtiger Punkt? Das ist das Gesamtpaket, was wir hier geben, mit auf den Weg. Elektrotechnik, Fach, Betriebssysteme, Netzwerke und natürlich Programmieren und Datenbanken. Darüber hinaus noch ein Fach Mediendesign, wo man auch Internetseiten lernt zu entwickeln. Aber die vier Fächer sind die Hauptfächer. Und darüber hinaus natürlich haben wir Angebote an Differenzierungskursen, dass man noch extra Sachen lernen kann, andere Programmiersprachen, an anderen Projekten arbeiten. Und wir haben Projektwochen, jedes halbe Jahr 2 Wochen lang. Da arbeitet man wirklich an eigenen Projekten. Kommen wir aber zurück zu den einzelnen Fächern. Wir haben das Fach Elektrotechnik. Worum geht es denn da? Gut, Elektrotechnik kann vielleicht jeder schon so ein bisschen wissen. In der Schule hat man sehr elektrische Systeme gehabt im Fach Physik. Jetzt geht es um elektrotechnische Systeme, und ein System davon ist zum Beispiel der Computer. Das ist ein elektrotechnisches System. Das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage gewesen, was ist überhaupt so ein elektrotechnisches System? Denkt man dann, ist quasi ein Computer. Das ist ein Computer, ja. Und in diesem Fach Elektrotechnik lernt man dann, wie ein Computer tatsächlich funktioniert, in seinem tiefsten Inneren. Es gibt jedes Halbjahr in den Projektwochen 2-wöchige Veranstaltungen. Ein Kurs zu Mikrocontroller nennt sich das. Da können die Schülerinnen und Schüler wirklich selbst so Minicomputer, das heißt bauen aus Bestandteilen und einprogrammieren mit ganz simpler Sprache. Und dann entstehen solche Sachen daraus wie Roboter, die sich bewegen können, oder ein Auto, also ein Spielauto, das dann anhält, wenn jemand im Weg steht. Wenn man im Kleinen verstanden hat und einen kleinen Roboter zur Bewegung gebracht hat, hat man im Prinzip verstanden, wie das Ganze funktioniert. Das ist eine sehr simple Logik, das ist jetzt kein Java-Programm. Das ist auch Programmierung auf einer ganz anderen Ebene. Deswegen ist das auch im Fach Elektrotechnik, weil das ganz tief im Computer sitzt. Was erwartet ein Schüler von dir denn im Bereich Betriebssysteme, Netzwerke? Was macht ihr dort? Betriebssystem hat jeder zu Hause, Windows oder macOS. Wenn man aber mehrere Computer zusammenschließt, so wie in einem Büro oder in einer Firma, oder nehmen wir unsere Schule, wir haben auch hier 200 Computer, die in einem Netzwerk zusammenstecken. Das ist schon etwas komplexer, wie man das bedient oder verwaltet. Das lernen die Schüler, Schülerinnen und Schüler bei uns auch hier in der Schule. Wir haben auch Labor dazu, wo man wirklich lernt mit Verkabeln, mit Zusammenstecken, mit Switch programmieren, mit IP-Adressen vergeben, wie man so ein Netzwerk baut und administriert. Das klingt auf jeden Fall ja auch spannend, ne? Und wie man so ein bisschen auch raushört, ist es ja quasi wie ein kleines Unternehmen hier, was wir hier, was du mit den Schülern machst in einem Labor, sehr realitätsnah, wie es auch in den Firmen draußen passiert. Wie sind denn so die Berufschancen danach, oder welche Möglichkeiten haben denn unsere oder deine Schüler dann in dem Bereich nachher zu arbeiten?
Sehr gut, also mehr als gut. Keiner braucht Angst zu haben, dass er keinen Job findet. Man muss natürlich nicht sofort auch ins Berufsleben einsteigen, man kann auch weiter studieren gehen. Tatsächlich haben wir natürlich von den Interessenten sehr oft das Interesse am Programmieren selber. Das heißt, das ist wirklich das, wonach die Schülerinnen und Schüler immer fragen, wie sieht es denn aus mit Programmieren, wie funktioniert das, wie ist das Unterrichtsfach auch aufgebaut. Man programmiert ein Spiel, ja. Das hat schon jeder gehört. Ich muss an der Stelle natürlich auch sagen, dass Datenbankenfach und Programmieren sind praktisch nicht trennbar. Weil heutzutage gibt es kaum eine Software, die ohne Datenbank auskommt. Selbst die kleinen Apps, die auf meinem Smartphone laufen, haben eine kleine Datenbank zugrunde liegend. Deswegen ist es immer dazu. Ein Programmierer kennt sich auch in Datenbanken aus. Umgekehrt natürlich gilt nicht, aber bei uns ist es sehr eng verflochten. Wir haben auch Projekte, auch fachübergreifend arbeiten wir auch im Unterricht, dass Datenbanken und Programmieren immer so Hand an Hand zusammengehen. Und als erstes lernen wir Programmiersprache Java hier. Das ist eine der meistverbreiteten Sprachen, objektorientiert und sehr mächtig, wird überall benutzt. Das Wichtigste ist natürlich dieses Aufbauen, strukturieren, konzipieren, wie das alles dann zusammenspielt. Das ist ein komplexes System, dann so ein Programm. Und das lernen wir. Das ist auch Stichwort Software Engineering. Das ist nicht nur bloß Source Code schreiben, so wie man so sieht manchmal im Fernsehen, so Nerds, das ist mehr so konzeptionelle Arbeit. Das klingt ja wirklich sehr spannend und jetzt habe ich schon öfter mal den Begriff Software Engineering gehört und du hast ihn jetzt auch gerade schon verwendet. Vielleicht kannst du uns mal allen kurz sagen, was kann man unter Software Engineering denn verstehen? Software Engineering ist eher so wie Architekt sein. Es gibt ja auch Differenzierung im IT-Bereich. Es gibt Softwareentwickler und Softwarearchitekten. Das heißt, eine Software zu bauen, ein Programm zu schreiben, ist so wie ein Haus zu bauen. Ein Haus besteht ja auch aus verschiedenen Teilen, Fundament und dann Dach und Wände und Installation im Inneren. Und so ungefähr ist ja auch ein Programm. Am Anfang, wenn die Schüler das lernen, Java und wie man programmiert, dann ist es eher so, als würde man einfach alles in einen Topf schmeißen und mit Elektrik verlegen anfangen, bevor man das Fundament ausgegraben hat. Und dann muss man natürlich erstmal sich organisieren. Vor allem, wenn man an großen Projekten arbeitet und in Teams. Die Software ist dann modularisiert. Und das ist Architektur einer Software, kann man auch aufmalen. Dafür gibt es Modellierungssprachen. Das sind dann so Bilder, die man zeichnet, versteht dann jeder Programmierer. Das ist Kommunikationsmittel unter Softwareentwicklern. Und das sieht wirklich wie ein Bauplan für ein Programm. Man kann ein Programm schon praktisch daran arbeiten, ein paar Wochen lang, ohne überhaupt in die Tastatur gehauen zu haben. Also wie so ein bisschen kleines Kunstwerk schon, ja? Ja, Programmieren ist ja auch Kunst. Wenn man richtig gut programmieren kann, das ist dann die Kunst. Das hat seine eigene Ästhetik. Und wie man es programmiert, wie man das designt hat, also dieses Engineering-Teil, wie man das alles konzipiert hat. Man erkennt auch daran die Schrift eines Programmierers. Die echten Programmierer sind richtige Künstler. Man erkennt ja auch diese Kreativität an den Programmierern, wenn man sie was anderes machen lässt. Mhm. Zum Beispiel in unserem Projekt Virtuelle Reality. Wir haben für 3D-Brillen Programme geschrieben, also Spiele. Und da muss man sehr viel zeichnen. Und das haben die Programmierer gemacht. Die Programmierer haben mit der Unity-Software diese ganzen Sachen gemalt. Okay. Und das war fantastisch. Und das heißt, Programmieren ist nicht nur diese trockene Abarbeiten von Befehlen, das ist Kreativität. Gerade da ist sie gefragt. Was würdest du sagen, welche Voraussetzungen wären für einen Interessenten denn gut und wichtig, die er mitbringen sollte? Begeisterung. Begeisterung ist eigentlich synonym in diesem Fall für Motivation. Diese Motivation, selbst was auszuprobieren, was Neues auszuprobieren. Nicht nur einfach im Unterricht das machen, was der Lehrer gerade mir aufträgt, sondern dass man ausprobiert und immer wieder Fehler macht und nicht weiter weiß und trotzdem weitermacht und weitermacht. Das Einzige, was man braucht wirklich, sonst schafft man wahrscheinlich eher nicht, ist das logische Denken. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig einzuschätzen, habe ich das nicht, weil Computer ist eine logische Maschine mit Einsen und Nullen, ja oder nein, ein oder aus, ganz trivial. Und wir Menschen, wir sind komplexe Maschinen.
Wie denkt eine Maschine? Gut, das passt. Ich habe für alle Fälle so ein Rätsel mitgebracht. Es ist wirklich keine Fangfrage. Es ist nur pure Logik. Alle rote Füchse fressen Fische. Alle Tiere, die Fische fressen, fressen auch Frösche. Die Frage, fressen rote Füchse Frösche? Ja. Ich würde sagen, ja. Ja, perfekt. Willkommen im Club. So einfach funktioniert Programmierung also. So ja, logisch. Genau. So denkt dann letzten Endes der Programmierer. Programmierer denken sehr systemnah. Sie können mit der Maschine mitfühlen. Super. Also es war erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank, Valentina. Es war ein sehr, sehr aufschlussreiches Interview mit dir. Ich hoffe auch, dass viele Fragen für euch draußen auf der anderen Seite des Bildschirms dadurch ein bisschen beantwortet sind, vielleicht etwas klarer ist. Was verbirgt sich auch hinter dem informationstechnischen Assistenten? Welche Berufschancen haben wir? Also ihr seht, ihr habt da Riesenmöglichkeiten, entweder im Berufsleben durchzustarten oder aber auch ein erfolgreiches Studium zu absolvieren. Und für mich war es sehr aufschlussreich. Ich würde jetzt nochmal an Nina geben. Genau, auch von meiner Seite aus, Valentina, vielen, vielen Dank. Es hat nicht nur tierisch Spaß gemacht, sondern es war natürlich auch eben für unsere Interessenten bestimmt sehr spannend. Wenn es trotzdem noch Fragen geben sollte, werden wir uns natürlich im Bewerbungsprozess wiedersehen. Aber an der Stelle eben einfach ein großes Dankeschön, Valentina. Ja, danke euch auch, dass ich die Gelegenheit hatte, auch mit der Außenwelt zu sprechen, nicht nur innerhalb der Schule. Und ich hoffe, einen oder anderen von euch hier bei uns in der Schule nächstes Jahr willkommen heißen zu dürfen.